Also ich bin auch ein bisschen, also schon lange verunsichert wegen dem Schweizer Franken, weil der Kurs des Schweizer Frankens hängt ja überhaupt nicht von uns ab. Der hängt ja ab von der Nachfrage nach Schweizer Franken. Und die Schweizer, die fragen sicher auch Schweizer Franken nach, aber die, die am meisten Schweizer Franken nachfragen, sind die Ausländer. Oder so, sonst würde das nicht funktionieren. Wird etwas gestützt durch eine starke Exporttätigkeit in der Schweiz, oder? Weil wir viel exportieren, führt das dazu, dass man Schweizer Franken kaufen muss, um diese Güter zu kaufen. Also wir haben zurzeit einen Handelsbilanzüberschuss. Das spricht für einen starken Franken. Ich vermute aber, dass, und das ist ein bisschen schwieriger zu bewerten, ich vermute, dass viele Anleger auch Schweizer Franken halten, aus Sicherheitsgründen. Sie fühlen sich sicherer im Schweizer Franken als in anderen Währungen. Und wenn dies nicht unbedingt der Fall ist, kann dort schon die Nachfrage zurückgehen. Wenn ich das sage, jetzt habe ich den Eindruck, also man könnte es mal analysieren, aber ich habe den Eindruck, der Hauptdruck kommt schon von unserer Exporttätigkeit. Sicher ein wichtiger Punkt. Das kann sich übrigens ändern, weil die Exporttätigkeit beruht oft darauf, dass wir Intellectual Property verkaufen ins Ausland. Also das ist eine komplizierte Sache. Du stellst Rechnungen dafür, dass dir etwas gehört, und dann müssen die Ausländer Schweizer Franken kaufen. Das ist insbesondere im Pharmabereich der Fall. Das ist aber auch der Fall, wenn Firmen steueroptimiert ihren Hauptsitz in der Schweiz haben und dadurch die Gewinne in die Schweiz bringen auf diese Art und Weise. Dann wird viel Schweizer Franken nachgefragt. Und aktuelle Bestrebungen bezüglich der Vereinheitlichung der Besteuerung können es schon weniger spannend machen, dass die Gewinne alle in die Schweiz kommen und dann in der Schweiz versteuert werden. Und wenn weniger Gewinne in der Schweiz versteuert werden, wenn mehr Gewinne im Ausland versteuert werden, dann sinkt auch die Nachfrage nach Schweizer Franken. Das ist so für mich eine der großen Veränderungen gegenüber der Vergangenheit, dass wir unter Umständen nicht mehr als Holdingsitz ein attraktives Land bleiben, hier die Steuern anfallen zu lassen. Aber ich glaube, die Handelsströme, die aktuell der Sta das starke Handelsbilanz, der ha ganz starke Handelsbilanzüberschuss in der Schweiz, der ist eine sehr glaubwürdige Erklärung, warum der Schweizer Franken so stark ist. Also der Handelsbilanzüberschuss erklärt einiges, erklärt auch, warum die Schweizer Nationalbank das Geld immer wieder ins Ausland schieben muss, weil dieser Überschuss muss ausgeglichen werden, sonst steigt der Franken. Und dieser Handelsbilanzüberschuss passiert nicht auf der Güter- und Dienstleistungsebene, sondern der passiert eben auf dieser Ebene von Finanztransaktionen. Insbesondere, ich glaube, ein großer Beitrag ist Steuer, ist sicher Steuerbevorzugung in der Schweiz, die dazu führt, dass man die Gewinne in der Schweiz versteuern will. Das heißt, man muss die Gewinne wie in der Schweiz anfallen lassen. Also das Ausland muss der Schweiz etwas bezahlen, damit der Gewinn bei uns de facto anfällt, dann wird er in der Schweiz versteuert. Und das ist eine große Nachfrage nach Schweizer Franken. Und das Zweite ist, dass wir als traditionell sehr reiches Land viele Investitionen im Ausland haben. Also die Schweizer haben tendenziell viele Investitionen getätigt im Ausland. Und wenn sie das Geld dann in die Schweiz, in Schweizer Franken also die Dividenden zum Beispiel in Schweizer Franken oder die Zinsen in Schweizer Franken umwandeln, dann ist wieder eine Nachfrage nach Schweizer Franken. Die lassen das Geld nicht im Ausland. Und dann kommt noch dazu, dass seit der Kreditkrise die Schweizer nicht mehr so gerne im Ausland investieren. Also früher haben sie das Geld, das sie vom Ausland gekriegt haben, wieder im Ausland investiert. Und seit der Kreditkrise passiert das nicht mehr. Und deshalb ist der Schweizer Franken auch so stark gestiegen. Und deshalb muss die Schweizer Nationalbank das Geld ins Ausland tragen mit Direktinvestitionen.